Ich grüße euch. Ich gehe immer ganz gerne an die Grenze der Möglichkeiten und ich möchte euch heute eine ganz andere Möglichkeit zeigen, mit dem Öffnungstool zu arbeiten. Viele von euch haben vielleicht das Öffnungstool noch gar nicht benutzt, einfach aus diesem Grund, weil man es oft mit ganz gewöhnlichen Bibliothekselementen auch alles erreichen kann, was man in normalen Gebäuden braucht, um Öffnungen zu erzeugen. Aber ich möchte euch jetzt eine Möglichkeit zeigen. Das Öffnungstool bezieht sich immer auf ein einziges Element, aber das muss nicht so sein. Ich setze mal das hier rein. Gehe kurz ins 3D. Hier habe ich das ja. Und jetzt beginnen wir da mal das Ganze etwas zu pimpen, könnte man sagen. Ich ziehe das jetzt mal einfach durch, dass man es ordentlich hinterher sieht. Das heißt, momentan geht nichts durch, aber ich habe ja hier meinen blauen Stempel und kann sagen, okay, das ist momentan das Teil, plus ich nehme das hier mit hinzu. Also weit. So. Jetzt kann ich weiterarbeiten. Ich habe jetzt das hier genommen, diesen Bereich einmal, nur zum Zeigen. Und diesen Bereich auch. Ich gehe in den Grundriss, hier, Steuerung D. Ich drehe mir das Teil mal so durch. Und jetzt berührt es das. Steuerung 3. Jetzt nehme ich die anderen Wände auch dazu. Ich sage, diese hier hätte ich gerne dazu. Diese hier hätte ich gerne dazu. So. Und habe sozusagen durch mehrere Wände wunderbar hindurchgeschnitten. Jetzt kann man natürlich auch noch andere Dinge dazu verwenden. Etwas mehr vielleicht, dass man es gut sieht. Ja, so. Das heißt, man kann dieses Tool wunderbar benutzen, um beliebigste Schnitte reinzusetzen. Zum Beispiel auch für das obere Abschneiden von Wänden, Dachausschnitte und so weiter, die man vielleicht nicht mit dem Dachwerkzeug gemacht hat oder Anpassungen an Unterkanten von Stiegen, denn man hat ähnlich wie bei den Schalen die Möglichkeit, diese Tiefe hier sehr gut einzustellen. Das heißt, man kann beliebige Körper jetzt aus Wänden rausschneiden. Und das Schöne bei der Sache ist, es ist nicht wie bei SOE-Befehlen, dass hier im Grundriss nichts passiert, sondern hier funktioniert auf einmal der Meterschnitt. Zumindest in gewisser Weise. Ich nehme jetzt mal diese Aufsichtssymbol weg. Kein Symbol. Ich lege mir mal den Meterschnitt ein wenig anders rein. Befinde mich hier im Erdgeschoss. Rechte Maus, ne? Rechte Maustaste, Ausschnitteinstellungen. So, Grundrissschnittebene. 6. Das funktioniert nicht, aber zumindest, wenn ich dann nochmal das anklicke, dann müsste es schon funktionieren. Schauen wir es uns im Schnitt einmal an. Ich muss mir hier einen Schnitt reinlegen.
Meterschnitt wäre jetzt 1. Das heißt, ich würde jetzt nur so viel davon sehen. Sehen tue ich aber, wenn ich mir das Ganze jetzt mal so anschaue, von hier. Macht er nicht blau, das ist schade. Ja, ist ja egal. 2,89, also fast 3 Meter sehe ich. Wo bin ich dann im Schnitt? Ich sage mal 3 Meter. Das heißt, ich sehe die obere Abgrenzung eigentlich davon. Zwischen hier und hier. Lässt sich das noch irgendwie einstellen? Schauen wir mal. Modell. Symbolisch, da ist es. Symbolischer Schnitt. Untersicht. Also ich kann nicht direkt auf den Meterschnitt zugreifen, aber ich kann mir zumindest symbolisch darstellen. Immer symbolisch, naja. Geteilte Öffnungen. Getrennt, vereinigt. Na, also direkter Meterschnitt bekommt man auf diese Art nicht hin, schaut es aus. Das wird nicht viel ändern. Nein. Aber immerhin, es besteht zumindest mal die Möglichkeit, wenn ich mir das jetzt mal hier so ansehe. Ich habe hier mit mehrschichtigen Dingen gearbeitet. Wo er Schwierigkeiten bekommt bei der Darstellung, ist natürlich jetzt diese Überschneidungen. Ich kann natürlich das Teil... Symbol. So, ich kann natürlich die Oberflächen überschreiben, wenn man es gut sieht. So, interessanterweise, also ich habe nicht beide gemacht, klar. Nochmal, ist das schon so. So, okay, jetzt sieht man es schön. Jetzt mache ich was anderes. Ich stelle die Wände auf Profilwände. Habe ich nicht gemacht. Doch. Das hier. Okay. Und schon sieht man, dass das Ding noch nicht ganz komplett durchüberlegt ist. Also bei den Profilwänden, wenn ich sowas mache, sowas Überlappendes, bekomme ich Fehler. Also hier bin ich jetzt schon wirklich on the edge, auf dessen, was möglich ist. Wenn ich jetzt noch hergehe und in meinem Profil hier irgendwas ändere, draußen bin. Okay, gehen wir mal ein bisschen tiefer. Hier seht ihr auch, was ich meine. Aber immerhin die Möglichkeit besteht, um sowas zu tun. Ist einer für sich... gut, hier kann ich zusätzliches Element... Nein, kann ich nicht. Also das ist nur zum Anpassen. Klar, okay. Gut, es ist vermutlich schon ganz gut brauchbar, die Sache, für verschiedenste Designanwendungen. Ich gehe noch mal kurz in eine einschichtige Wand. Da funktioniert es klaglos. Allerdings
sieht man trotzdem die überlappenden Linien hier. Ob man das noch irgendwo einstellen kann, ist eine andere Frage. Das war falsch. Die Öffnung. Das heißt, individuell, horizontal, vertikal. An beiden Seiten. Was passiert dann? Ah, okay. Das T. Grundriss und Schnitt. Das sind bloß die normalen Sachen. Deckschraffuren, Referenzachse. So, Schnittschraffuren, Konturen. Untersicht. Na, es ist leider eben diese Meterschnittmöglichkeit nicht drinnen. Die Referenzachse, also dass man das überhaupt sieht, okay. Symbol habe ich hier ausgestellt. Modell ist auch sonst nicht recht viel drinnen. Klassifizierung und Eigenschaften ist klar. Okay, ich denke, da kommt der eine oder andere dann schon auf Ideen, wie man das sinnvoll nutzen kann. Das habe ich natürlich jetzt schon ziemlich ausgereizt, über mehrere Dinge hinweg, eine Öffnung. Aber ob man mit irgendeiner Art, ja, vielleicht dazu später, das ist noch eine Idee, die ich im Hinterkopf habe. Ich wünsche euch alles Gute. Schöne Grüße aus Salzburg und frohe Ostern.